069 Vibing. Was geht, OBI-Fam? Mein Name ist Leon Korb und heute zu Gast haben wir OBI Baby. Er überzeugt mit seiner voluminösen Stimme, mit seiner besonderen Gesichtsbemalung. Und wer ihn schon mal live gesehen hat, weiß, er ist ein wahres Live-Monster. Energy pure. Wenn ihr mir nicht glaubt, überzeugt euch selbst. Let's go! Lautlos, ach, am Nachwe. OBI Baby, lautlos, take two. So vermisst, ich hol dich ab. Zu mir gefallen, Baby, bitte nein, nein, sag nicht ab. Ich will doch nur ein bisschen in meinem Auto rumfahren, ja. Du und ich, Bonnie, Clyde, Tanke, Chain. Oh, ja, ja. Erzähl mir nicht, du hast mir heute nicht so viel zu erzählen. Ich bring die Blunts, du bringst deinen Schmerz. Chill mit mir in meinem Auto. Stell dein Handy auf lautlos. Gib mir das Gefühl, dass diese zwei Sekunden, die wir haben, was Besonderes sind. Chill mit mir in meinem Auto. Mit dir ist jeder Drive-In-Schalter, Baby, ja, ein Edelrestaurant. Der Himmel lila wird zu Gold, wir haben wieder keinen Schlaf bekommen. Doch ich bereue nichts, bist schon halb am Träumen. Doch du sagst nein, bitte fahr noch nicht, ja. Du flechtest Schöpfe in mein Bart, ich dreh dir Locken in dein Haar. Ich hab mich in deinen Augen verfahren, chill mit mir in meinem Auto. Stell dein Handy. Das Gefühl, dass diese zwei Sekunden, die wir haben, was Besonderes sind. Chill mit mir in meinem Auto. Stell dein gottverdammtes iPhone auf lautlos. Baby, morgen bin ich vielleicht nicht mehr da. Yeah, 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 yeah. Chill mit mir in meinem, yeah. Was geht, Ori Baby? Schön, dass du da bist, Bro. Yeah, yeah. Schön, hier zu sein, Bruder. Herz. Stell dich mal bitte für die Leute, die dich nicht kennen. Ich bin Ori Baby, 28, aus Gießen und ich mache Musik. Das Offensichtliche zuerst, was hast du mit der Gesicht, mit dem Face-Tat, mit dem Face-Bemalung auf? Face-Tat, Bruder. Wenn ich ein Face-Tat wäre, würde mein Vater mich hauen, glaube ich. Deswegen, ich habe das nicht bringen können. Aber ja, ey, das ist mein kleines Geheimnis. Ich mache einfach ein bisschen diese andere Filme. Und ich verrate nie den Leuten, was damit auf sich hat, damit ich immer noch mysteriös wirke, ne? Ja, aber das funktioniert. Jeder guckt so, hä, warum, was, where did you go? Ja, ich muss zur Straßenseite, ich muss auch bei Festivals im Backstage, ja, muss ich woanders hingehen. Ansonsten denken die, ich bin mein Security. Ehrlich? Ja, die dachten, ich bin mein Security. Ja, ja, in Gießen gab es ein Festival. Und dann haben wir hinten gechillt so und wir wundern uns die ganze Zeit, Digga, warum kommt eigentlich, also wir connecten auch mit den Artists, ja, aber warum kommt keiner? Nachher in Österreich hat mir der, wie heißt der, Hugo Oedens. Jetzt heißt er, glaube ich, nur noch Hugo. Mhm. Hat mir erzählt, so, ey, wir fanden es auch interessant und so. Aber wir wollten nicht zu euch kommen, weil wir dachten, du machst Stress. Digga, ich sitze da alleine so auf, korrekt, ja. Ich habe Auftritt gespielt, alles war gut so. Und irgendwie keiner kommt, keiner checkt. Ja.
Aber zurück zu dir. Ich habe gelesen oder gehört oder gesehen, du hast Operngesang studiert, gelernt? Gelernt, yes. Woher ist es gekommen, dass du das machst? Warum? Bro, ich habe im Gospelchor angefangen. Echt? Und dann hat mir meine... Baptistische Kirche? Nee, in der Schule. Das ist nur ein halber Gospelchor. Aber meine Musiklehrerin hat mir irgendwann gesagt, du sollst Gesangsunterricht nehmen. Mhm. Ich habe es erstmal krumm genommen, weil ich dachte, die sagt, du kannst nicht singen. Aber die hat mir gesagt, du kannst singen. Ah, du hast Potenzial und deswegen sollst du machen. Ja, mäßig. Mhm. Also mach was draus. Ja. Und dann bin ich gegangen und habe klassischen Gesangsunterricht genommen. Ja, okay, weil ich zum einen dachte so, ey, guck mal, die Basics sind wichtig. Du kannst Pop-Gesangsunterricht nehmen und dann klingst du wie oder du machst so Verrenkungen im Hals. Aber Bro, klassischer Gesang. Von da kommt Pop, von da kommt das alles. Die meisten sagen auch, wenn man singen lernen will, dann ist das die erste Stufe. Erstmal klassische Gesang, Technik, bla bla bla, weil du es halt richtig straight und sauber lernst. Ne? Ja. Okay, das Beste, was du machen kannst. Ja. Und für mich klingt das so, benutzt du das bewusst in deiner Musik oder ist das einfach so der Ori-Sound, den du jetzt einfach hast? Bro, das Ding ist so, wenn du eine gewisse Technik dir angelernt hast, so, dann willst du da auch nicht raus. Also zum Beispiel Freddie Mercury, der hat auch jetzt Rock gesungen und sowas, aber der hatte auch ein krasses Organ und hatte eigentlich eine relativ klassische Technik halt als, keine Ahnung, als Amalgam mit ein bisschen Rock und so. Aber ich glaube so, du musst unique sein und du musst dein Ding machen. Safe. Und klassisch ist so mein Ding gewesen. Yeah. Ori, baby. Yeah. Yeah. Oh no. Warte kurz, ich geb alles 550%. Ey Bruder, komm mir nicht mehr Rolli. Alles ist Gold, was hier glänzt. Ja, Ori Baby fährt im Jogger. Denn meine Zeit, ja, sie rennt. Doch Bruder, nimm dir nicht das Leben. Ey, nimm dir lieber einen Moment. Ja, wollt den Stolz meiner Eltern, wollt die Welt verändern. Doch verändern kann ich nur mich selbst. Lack, ich hab Blut an den Händen. Wollte immer ein Held sein, aber das geht heute nur mit Geld. Ey, komm mir nicht mit System, du hättest kein Problem. Niemand ist sicher in meiner Welt. Ey, niemals für den Flex. Ich trag Gold um den Hals jeden Tag als Versprechen an mich selbst. Ah. Fick auf die Platten an der Wand, mir tropft Gold von der Hand, wenn ich schreib, Und fick auf Särge aus Holz, meine Asche schimmert Gold, wenn ich sterb, lass mich brennen, baby. Das Auge, das du machst, nach schwarz, aber Bruder, Herz, meins ist Gold. Und mein Weg blutrot, alte Freunde für mich tot, aber du siehst nur den Erfolg, ich hab nichts zu verlieren, hatte mehr als einmal den Tod vor der Tür. Aber sogar der wird nichts kriegen von mir, solange er die Schuhe nicht aussieht. Mach das Handy aus, Bro, wenn du raussiehst. Alle deine Brüder fake, doch du brauchst sie. Habe das hier nie gewollt, aber Mama, ich gehe über Leichen für Gold. Kleines Spiel, und zwar spielen wir jetzt. Let the dices roll. You ready? Yeah. Let's go. Ihr habt die Würfel in Chili-Pulver eingelegt, habe ich gehört. Bro, ja. Du reib dir nicht die Augen, Bro. Sonst we gonna cry. So, wir machen es mal zur Seite hier. Wir sagen,
einfach dann hier würfeln kannst. Ah, so in dem Ding. Genau. Boom! What is it? Three. One, two, three. Einmal hier. Rubrik Pop. Jetzt geht's ab. Bruno Mars. Geil. So, next one. Nochmal, gell? Ja, Mann. Alright. Eins. Nummer uno. Soul und Jazz. Oh, Digga. Jetzt kommt da jemand und er sagt, kenn ich nicht. What? Amy Winehouse. Kennst du den? Wie weißt du's? Krass. Keine Ahnung. Das ist ey, Bro. Spaß. Schau ganz okay. Boom. Und four. Vier. R&B. Einmal hier. Leistungsdruck. Her. Zoom. Who is she? Na Spaß. That's her. Okay. Sign Future Roast. Wer? Guck mal, ich fange mal bei Roast an. Ja, Mann. Weil ich bin ein Riesenfan von Amy Winehouse und auch ein Riesenfan von Bruno Mars. Ich mag her. Mhm. Who? Amy Winehouse oder? I like her, but not yeah, as who? Much as the other her. Nein, ich würde her leider roasten müssen, weil die anderen zwei Künstler einfach zu groß sind, Bruder, als dass ich da... Zu iconic auch, gell? Ja, Bro. Ja, und dann hätte ich gesagt, Bro, eigentlich Feature Bruno Mars, aber den würde ich signen, weil der macht richtig Patte so. Dann habe ich diese Tantiele. Und Feature Amy Winehouse. Das wäre schön. Das wäre sick, Digga. Bruder, guck mal, das Ding ist, ich würde die gerne featuren, weil es geht jetzt nicht mehr. Ja. Weißt du, ich meine so, also das ist like sad. Ja, Mann, das wäre, glaube ich, richtig sick. Krass, Digga. Stimmt. Ey, voll viele Artists sind so, also wenn wir das spielen, die sind so auf dem Modus so, okay, den würde ich signen, weil Geld, aber okay, Business ist halt der logische... Ey, Bro, das Ding ist so, Bruno Mars, gell, wenn du den gesigned hast, kannst du auch mit dem arbeiten. Das ist halt der Move, gleich weißt du, ich meine, Feature. So, ey, du rufst ihn an, Bruno, ja, wie sieht's aus, so und so, willst du nicht produzieren? Dann kann ich nein sagen, Bruder, du hast ihn gesigned. Ja, du hast den Haaren dicht, so. Ja, Mann, das stimmt. Okay, nice. Wen würdet ihr sein, featuren und roasten? Schreibt's gerne in die Kommentare. Das ist immer so ein bisschen cringe, wenn ich das sage. Nee, alles gut, Bruder. Ich hab das von den anderen Dings-Videos auch gesehen. Mann. Ich hab dir auch in die Augen geschaut, als du mir das gesagt hast. Yeah. 069, fühl mich wieder heim. Bitte für Frieden, kein Krieg. Heb meine Faust, Freiheit für Philistin. Rede ich den mit euch, yeah. Und immer wenn ich seh, wie dreckig es dir manchmal geht, krieg ich Gänsehaut auf meinem Herzen. Weil ich weiß, dass die dunkle Zeit vergänglich ist. Die Sonne scheint für dich, solange du sie nicht vergisst. Und König, halt den Kopf hoch, keine deiner Tränen ist es wert zu fallen, yeah. Das Leben scheint trostlos, aber Gott hat für dich noch so viel in der Hand, ey. Verlass dich auf mich, deine Sorgen haben morgen schon ein anderes Gewicht. Aber auch wenn ich, lass den Kopf nicht hängen, deine Krone, ja, sie fällt sonst. Immer wenn ich seh, wie dreckig es dir manchmal geht, krieg ich Gänsehaut auf meinem Herzen. Weil ich weiß, dass die dunkle Zeit vergänglich ist. Die Sonne scheint für dich, solange du sie nicht vergisst. Wir kriechen, um zu laufen, nicht zu gehen. Besser rennen, als zu stehen. Lieber fallen, als zu sehen, wie die Menschen, die dir was bedeuten, um dein Leben flehen. Bruder, jeder glaubt an dich, aber auch wenn nicht. Jeder hat die Eier zu schreien, aber keiner von den Gangstern hat die Eier zu weinen, ja. Ein Mann ist nicht, wer hart bleibt, sondern wer auch nach dem Sturm, ich bin da, schreit ja, ja, ja. Immer wenn ich seh, wie dreckig es dir manchmal geht, krieg ich Gänsehaut auf meinem Herzen. Weil ich weiß, dass die dunkle Zeit vergänglich ist. Die Sonne scheint für dich, solange du sie nicht vergisst. Immer wenn ich seh, wie dreckig es dir manchmal geht, krieg ich Gänsehaut auf meinem Herzen. Weil ich weiß, dass die dunkle Zeit vergänglich ist. Die Sonne scheint für dich, solange du sie nicht vergisst. No. Yeah, yeah.
ja, 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 ja. Und immer wenn ich sehe, wie dreckig es dir manchmal geht, krieg ich Gänsehaut auf meinem Herzen, weil ich weiß, dass die dunkle Zeit vergänglich ist. Die Sonne scheint für dich, solange du sie nicht vergisst. Und jetzt bist du von klassisch zu soulig gewandert, oder was? Ich hab eigentlich immer gerne Soul und R&B und sowas gesungen. Hab ja auch im Gospelchor angefangen. Das sind ja auch quasi die Roots von Soul. Ja, ja, sehr klar. Aber hab das immer mehr gefühlt. Klassisch, Bruder, du fühlst es nicht. Ja, ja, es ist einfach zu viel Stock im... Ja, ganz genau so. Einmal so ein Notenblatt und dann, das ist wie wenn du einem so Dings, wenn du in der Klasse aufgerufen wirst, dann darfst du es vorlesen. Ich schwör's dir. Und du kriegst so diese Hektiken, so, ich hab einen Ton versungen, ich hab eine Pause zu schnell, wieder eingesetzt. Hör mal auf, Digga. Ich weiß nur was wieder. Ist es auch, was, wenn wir eh schon beim Thema sind, ist es, wie würdest du dann den Ori Baby Sound beschreiben, tatsächlich? Weil, ja, es hat soulige Elemente, aber es ist doch nochmal so ein ganz anderer Style, den du nicht so kennst, den man nicht so hört. Ja, ja, Bruder, ehrlich. Ich kann einfach ehrlich. Ehrlich. Guck mal, ich mach das ja alles selbst. Ich mach die Beats selbst so, ich schreibe meine Songs selbst. Wenn ich mit anderen Künstlern arbeite, dann lasse ich mitschreiben auf einen Song, den ich zum größten Teil schon irgendwie habe. Mhm. Weil ich das Gefühl habe so, Bruder, wenn mir einer meine Wörter in meinen Mund setzt, egal wie der sich auf mich einlassen will, so, das ist nicht ehrlich. Und auch enteignet irgendwie so, gell? Bro, und dann hast du einen, der was anderes erlebt hat und erzählt dir, was er vielleicht, und dann kommt's cool und dann habt ihr Wörter gefunden, die so nice flowen und so, aber am Ende des Tages hast du 3 Stunden geredet, um nichts zu erzählen oder nicht das, was du gemacht hast. Ja, safe, safe. Ist es auch so, dass du dann, zum Beispiel, wenn du Features machst, du machst dann auch nur Features in deinen Fahrwassern? Also auf deine Beats oder musst du schon so, oder kann es auch was ganz anderes sein? Also ich habe Features tatsächlich auf andere Beats. Jetzt hier mit Dings, Romeo, der war auch bei euch. Habt ihr Feature? Wann kommt ja, Bro, der hat das Spiel nicht gezeigt, gell? Nein, Bro. das ist schon cool geworden, Entschuldigung. Aber ich mache das gerne auf meinen eigenen Sachen. Ich arbeite gerne mit Künstlern, die ich feiere so. Ich habe gerne ein bisschen die kreative Kontrolle, weil ich das Gefühl habe, Bruder, du hast einen Beatmaker, dann hast du einen Rapper, dann hast du einen Songwriter, dann hast du einen, der diese Toplines macht. Das sind einfach zu viele Köche zum Teil. Bro, Ich hasse es auch, wenn Leute zu mir kommen und sagen, ey, wir machen einen Beat und wir schreiben dann den Song zusammen. Ich denke so, Bro, ich kann nicht mit dir einen Song schreiben. Ich muss erstmal alleine mein Ding machen. Ja, ja, weil ist es nicht so, wie ich das mache und dann ist es nicht geil. Also ja, ich fühle ich auf jeden Fall die Aussage. Ich muss ja auch wissen, wer ich bin. So. Also das ist das Ding, weißt du, wie ich meine. Und Bro, ich sag dir so, wenn jemand wie Bob Marley seine eigenen Texte schreiben kann und macht Revolution, dann muss ich das auch können. Ansonsten bin ich kein Künstler so. Das ist mal ein Statement. Das ist mal ein Statement. Hey, yeah. Okay. Ori Baby, schön, dass du da warst, Bro. Wir haben noch ein Geschenk. Und zwar Wir müssen wissen, der Dude, der das schmeißt, ist Footballer. Der schmeißt Pinpoint am Kopf vorbei. Ich hab auf der Straße diese Reflexe gekriegt. Jetzt fliegen Sachen durch die Gegend. Wir haben ein 069 Vibing Crew Shirt für dich. Ich übergebe es dir. Rock it with pride. Rock it with honor. Rock it with soul. Okay. Ey, nice. Ey, vielen Dank, Bruder Herz. Ich hätte fast in eine Faust geschüttelt, Bruder Herz. Der auch Corona, man weiß nicht. Ich höre, war das jetzt verwerflich mit diesem Handschlag und so? Ah, es geht schon, es passt schon. Okay, ey, das war's. Peace, Leute. Yes, sir. Bis zum nächsten Mal. Skrrt. I felt like a woman in a gospel choir. Was habe ich euch gesagt? Nicht vergessen, kommentiert, wie ihr es fandet. Abonnieren und don't forget to ring the bell. Bis nächsten Sonntag. Bis dann. Ciao.